Hier kann man übrigens noch Bone Meal reinpacken, dann verfeuert der Bone Meal. Habe ich aber nicht vor. Könnte ich aber sogar über diese Pipes auch machen. Irgendwann mal. Weil die sind ja auch damit verconnected und ich kann damit Wasser und Items gleichermaßen übertragen. Egal, ich schwafel schon wieder, die Episode ist eh schon viel zu lang. Viel zu lang. Deshalb mache ich jetzt hier den Cut und wir gucken mal nächste Episode, wie denn unsere Farm geworden ist, was aus ihr geworden ist und ob wir irgendwie genug Emeralds zusammenkriegen, um den Rest abzugraden. Wenn nicht, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Also Leute, see you later. Welcome back zu einer weiteren Folge Feed the Beast. Wir basteln weiter an unserer Farm rum. Da sie so groß ist, dauert sie auch dementsprechend viel Zeit. Da war ein Netherrack drin. Den nehmen wir uns mal raus. Wir wollen jetzt nämlich die ersten Schritte in unserem Keller machen. Dazu brauchen wir Licht im Keller, damit das da nicht ganz so dunkel ist. Ich brauche dafür noch Silber und Glas. Silber haben wir hier. Glas schnappen wir uns von hier hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Undercrafting Table ist immer noch zugemüllt. Der ist nicht so schön. Machen wir Trick 17. Zack, dann seht ihr auch mal dieses Miniatur-Crafting. So und so. Und das war falsch rum. Und wir haben 8 Restlamps. Was wir uns jetzt auch noch bauen wollen, sind Deep Storage Units. Der Spaßvogel hier. Dazu machen wir mal 4. 8. 8 Eye of Ender. Das wären 3, das ist mir viel zu wenig. Machen wir doch gleich mal einen ganzen Schlag. So, und jetzt hier crafte das mal für mich. Oh, das sieht gut aus. 16 Stück. Mehr als wir eigentlich brauchen, aber soll für den Anfang reichen. Dann ab in unsere Bastelbude. Hier können wir mal ein bisschen Licht verteilen. Hier eine hin. Da eine hin. Hier ist mir das noch viel zu dunkel. Hier ein bisschen Licht. Hier auch noch ein bisschen Licht. Vielleicht ist dann auch irgendwann mal diese Fledermaus-Parade vorbei. Die scheinen mich ja echt hier lieb gewonnen zu haben. Ah, die Racelamp braucht eine Zeit, bis die ihre Lichtpartikel verteilt hat. Wenn ich weiß, wie eine Racelamp funktioniert, in ein oder zwei Vorgängervideos habe ich das mal erklärt, wie die funktioniert. Gut, dann kommen hier unsere Deep Storage Units hin. Und zwar wollen wir die auf einem kleinen Podest stellen. Hier kommen nämlich unsere Verarbeitungen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind die neuen Deep Storage Units, die unser Material speichern sollen, was wir in Sprit umwandeln wollen. Nein, kein Hoch. Da wir aber nicht alles in Sprit umwandeln können, haben wir auch noch Nebenprodukte, wie hier zum Beispiel das Weed. Das kann man auch noch in Sprit umwandeln, ich weiß, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir das wollen. Und die kommen hier hin.
So, so, so. So. Jetzt können wir hier mal ein paar Servos dran knallen. Fange hier einfach mal an. Du bist dadurch blockiert. Du bist dadurch blockiert. Du dadurch. Du dadurch. Unsere Farmen werden wir gleich weiter ausbauen. Ich habe ein paar Emeralds durch Black Market mit den Villagern mehr ergattern können. Die Villager da oben habe ich immer mal wieder gefragt, ey, habt ihr noch einen Emerald? Meistens haben sie gesagt, nee, haben wir nicht. Ab und zu haben sie dann doch mal einen daraus gerückt. Und zwar soll die erste Leap Storage Unit für Seeds sein. So, hier packt man bitte die ganzen Seeds rein. Dann können wir das connecten. So. Und können das hier erst einmal so lassen. Du kommst ganz weg. Und zwar mit den Müll einmal raus. Der kommt woanders hin. Die Barrels können erstmal hier so stehen bleiben. Dann habe ich ein bisschen Weed. Und zwar kommt der Mülleimer hier, Dense Mode. Das heißt, sucht dir erstmal alles andere, außer das, was hier hinter sitzt. Und wenn du absolut nichts findest, dann pack es in den Müll. Wie man sieht, Weed wird direkt gevoidet, weil er hat keinen Inventar für Weed, die sind alle blockiert. Der erste ist nur für Seeds zuständig. Und wenn der Deep Storage Unit, der unglaublich viel fassen kann, voll läuft, dann wandern auch die Seeds in den Müll. Das ist erstmal nicht so kritisch. Das wird erst später interessant, wenn wir das anfangen wirklich zu verarbeiten. Wir wollen an unsere Emeralds ran. 42 Stück haben wir jetzt mittlerweile. Und zwar wollen wir einen ganzen Haufen Upgrades bauen. Und vorher checken wir nochmal unsere Villager, die sich da vermehrt haben. Ob noch einer ein paar Emeralds für mich über hat. Hast du welche? Nein. Willst du welche abdrücken? Ja, für Papier. Ich habe aber gerade kein Papier. Der will mir was für Gold geben. Der nicht. Der nur für Papier. Okay. Haben wir noch ein bisschen Gold, dass wir da noch ein paar rausquetschen können? Ich glaube, Gold ist bei uns langsam auch Mangelware. Oder finden wir hier irgendwo noch zufällig einen Stack? Hier wären 31. Nee, sieht ganz so aus, als wenn Gold auch langsam Mangelware wird. Oh, top. Hier haben wir auch noch was. 56 haben wir also. Resurrator ist noch mit Sand blockiert. Hauen wir da mal das Gold rein. Okay. Packen wir das einfach weg. Den Resignator brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Und die Fluid Ducks brauchen wir auch nicht mehr. Schauen wir mal so. Ach, was kostet das Upgrade nochmal? Das kostet das ganze Zeug. Das heißt, wir haben hier einen Stack davon. Redstone haben wir genug im Winter. Das Einzige, was wir brauchen, ist Gold. Jetzt mal hier einen ganzen Schlag Nuggets. Zack. Upgrade pur. So, wie wir sehen, die Farm ist hier schon mittlerweile voll am Laufen. Das heißt, wir upgraden jetzt mal
die Farm. Die zwei lassen wir mal, weil wir haben nicht genug. Upgraden diese Farm. Upgraden diese Farm. Der hat einen Upgrade. Interessant. Auch gut. So, dann kommen wir hier. Die brauchen definitiv ein Upgrade. Warum hat er Seeds? Dürfte das gar keine Seeds haben. Der ist hier blockiert. Der ist hier blockiert. Hm. Man weiß es nicht. So, du hast ein Upgrade, du hast ein Upgrade. Du hast ein Upgrade. Du hast sowieso schon ein Upgrade. Ein paar haben wir noch über. Kriegt ihr beide ein Upgrade. Und ihr beide kriegt ein Upgrade. Es könnte sogar sein, dass wir mit den Upgrades auf jeden Fall schon mal alle Farmen versorgen können. Mal sehen, wie viel wir uns noch bauen können. Also hier bräuchte ich noch 4. Hier bräuchte ich auch noch welche. Mal schauen, mal schauen. 2 könnte ich noch bauen. Das reicht auf jeden Fall für unsere Baumfarm unten. Wir haben ja jetzt noch 3. Und die Baumfarm braucht auf jeden Fall 2 abgegradete Harvester. Das hier unsere Baumfarm. Weil ein Harvester alleine ist zu langsam für Bäume. Für Pumpkin und Melon reicht, glaube ich, einer aus. Ich habe zwar nur trotzdem 2 hingestellt, allein schon wegen der Symmetrie halber. So, jetzt suchen wir uns mal die Ingredients zusammen für die anderen Farmen. Wir wollen der Monsterwäsche gucken, wollen wir. Aber zusätzlich wollen wir noch was anderes. Cotton wollen wir nicht. Barley Seeds, die wollen wir. Jungle will ich da nicht anbauen. Das wächst mir zu hoch. Hier sind nochmal Barley Seeds. Wunderbar. Hier haben wir einen Oak Sapling. Den wollen wir haben. Was haben wir hier? Hier haben wir Ghostwood. Das könnte man später vielleicht auch noch anbauen. Wäre eine Option. Black Strain, das ist auch etwas, was ich anbauen wollte. Silverwood, nein. Barley Seeds. Zuckerrohr wollen wir nicht anbauen. Das gehört nicht zu einem der Sachen. Ich dachte, ich hätte irgendwo ein Potato oder eine Karotte herumfliegen. Melone. Kaktus. Ich suche einen Kaktus. Okay, dann suchen wir uns die Ingredients halt kurz mal draußen zusammen. Karotte und Potato. Da bin ich jetzt mal so dreist und gucke mal beim Nachbarn nach. Ich glaube, der hat nichts dagegen, wenn ich mir 2, 3 Karotten nehme. Ja, ich kreime hier einfach mal 5 Potatoes und 5 Karotten. Ja. Ich glaube, das stört ihn nicht allzu sehr. Dann wollen wir noch Kaktus haben. Den finden wir hier. Nehmen wir uns einfach mal kurzerhand hier welchen. Gut, dann haben wir... Pumpkins fehlen noch. Netherwarzen habe ich irgendwo in irgendeiner Kiste.
Pumpkins weiß ich, dass ich relativ dicht welche hinterm Haus habe. Gehen wir doch mal gucken. Ich bin schon 100 Mal an Pumpkins vorbeigeflogen und jedes Mal dachte ich mir, hey, ich hole mir die, wenn ich die brauche. Und jetzt brauche ich sie und finde sie nicht direkt. Schicksal. Pumpkins, ahoi. Das ist zwar orange, aber das ist kein Pumpkin. Halt. Da habe ich was Oranges gesehen. Das ist aber auch kein Pumpkin. Ach, das ist eine Art Pumpkin Head. Der Witchwood ist natürlich nicht unbedingt dafür ausgelegt, dass man da vernünftig durchgucken kann. Aber hier haben wir doch so steppenmäßig was mit einem Portal in der Landschaft. Nope. Hier hätten wir das Village, was mittlerweile ausgestorben ist. Irgendwer scheint hier seinen Spaß gehabt zu haben. Vielleicht waren es auch nur ein paar Zombies. Ich will jetzt niemandem was unterstellen. Allerdings sollte man Villager eigentlich in Ruhe lassen. Das ist ein bisschen arg. Und dämlich ein Village auszurotten. Das bringt einen rein gar nichts. Es nimmt einen nur Möglichkeiten. Bingo. So, die brauchen wir alle. Alle. Wo es mir gerade einfällt, ich habe das mit dem Deep Storage Unit Setup ein bisschen falsch gemacht. Ich wollte da nämlich auch was anderes hinstellen. Aber das können wir immer noch machen. Man kann ja Deep Storage einfach abbauen und dadurch löscht man den Inhalt. Wir wollen nämlich nicht Pumpkins lagern, sondern wir wollen an die Samen der Pumpkins ran, genauso wie bei den Melonen. Wir wollen keine Melonenscheiben lagern, sondern wir wollen an die Melonensamen ran. Und beim Kaktus ist es das ähnliche Spiel. Wir wollen nicht die Kakteen haben, sondern wir wollen hier mal einen Blick reinwerfen. So nah am Dorf, das hat bestimmt schon irgendwer geplündert. Ja, da ist nichts mehr Tolles drin. Wir wollen nämlich Kaktus Green haben. Das heißt, wir wollen die Kaktusse erst einmal durch eine Furnace jagen, bevor wir sie lagern. Und die Pumpkins und die Melons wollen wir erstmal durch einen Circle Assembler jagen. Cycle Assembler. Jagen, bevor wir die lagern, damit das Seeds draus gemacht werden. Yay. Jungle Loading. Extrem. So, die letzte Ingredient, die ich brauche, das sind die Nether Wards. Die ich in irgendeiner Kiste habe. Trick 17, alles was mit Nether beginnt, bitte markieren. Das ist alles, was das Wort Nether drin hat, bitte markieren. Das heißt, wir müssen nur noch darauf achten, ob irgendwas markiert ist. Da war zum Beispiel Netherrack. Auch nochmal Netherrack. Netherrack.
Ich könnte schwören, ich habe Netherboard irgendwo. Ich meine, ich hatte doch welches und habe damit meine Tränke gebaut. Und da habe ich doch nicht alle aufgebraucht. Also wo zur Hölle ist jetzt mein Netherboard hin? Habe ich das im Rucksack? Oh, ich habe es im Rucksack. Gut, dann wollen wir die Farm einstellen und ihnen einen Go-Befehl geben. Jetzt muss ich noch eine Etage tiefer. So, lass mal sehen. Das hier ist meine Wheat Farm, richtig? Nein. Vor allen Dingen ist es eine Farm ohne Energie. Why you not energy? Habe ich da kein Kabel? Wieso habe ich da kein Kabel hingelegt? Erklär mir mal einer, warum ich da kein Kabel hingelegt habe. Crap. Keine Sorge, das 3 Millionen Kissen durchsuchen ändert sich, wenn ich angefangen habe, mein Applied Analytics System stehen zu haben. Dann wird aus 3 Millionen Kisten durchsuchen nur noch eine Kiste durchsuchen. Yay! Hier haben wir die Energie. So, wo war das? Hier. Ah, ich habe hier kein Kabel hingelegt, weil ich nicht wusste, wie ich das anschließe. Genau. Wegen den Kakteen. Das heißt, ich werde das hier parallel legen, damit die Kakteen beim Wachsen nicht blockiert werden. Das Problem ist, ich habe hier nur zwei Hochplatz, drei Hochplatz. Und wenn die Kakteen nach... und sie nicht mal Höhe 2 erreichen können, weil sie dann sofort abspringen, dann ist das doof. Ich könnte das natürlich auch so überall bauen, aber ich finde es irgendwie cooler, wenn die Kabel so ein bisschen frei liegen. Okay, so. Du... erstmal das hier weg. Du wirst bitte meine Kartoffel fahren. Das heißt, du nimmst nur Kartoffeln an. Und bitte nur die ganz normalen Potatoes. Und go. So wie der Energie kriegt, fängt er an zu planen. Bist du konfiguriert? Nein, du bist nicht konfiguriert. Dann wirst du meine Karotten farmen. Und go. Die werden sofort geplantet. Du bist schon. Das heißt, du Spaßvogel hier wirst meine Barley Farm. Und du nimmst auch nur Barley entgegen und kannst gleich mal loslegen. Das hier wird meine Netherboard Farm, die ich von unten konfiguriere. In the dark. Die Netherboard Farm ist hier. Du nimmst nur Netherboard entgegen. Und go. Ich hätte es oben vielleicht konfigurieren sollen. Egal. Ich lasse das erstmal voll laufen. Damit die Farmen anfangen. Wie man sieht, ich habe noch längst nicht genug Netherwurzeln, Netherboard, anstatt dass das Feld irgendwie ansatzweise voll ist. Und bei den anderen Feldern oben wird es das Ähnliche sein. Wie man hier sieht, da ist erst so ein bisschen. Der hat noch keine Energie zugespielt gekriegt. Das ist ja auch mickrig. Das muss zum Schluss so aussehen. Kommen wir zu unseren Kakteen. Die müssen wir ein bisschen zickzack bauen. Fangen wir so an oder fangen wir so an? Wie machen wir denn unser Zickzack-Muster?
Ich würde sagen, wir fangen so an. Ich weiß, man kann Kaktusfarmen auch anders bauen, aber ich habe gerade keine Lust, die anders zu bauen. Ich finde, das passt dann wenigstens einheitlich zu den ganzen anderen Farmen. Haben wir noch unsere Pumpkin und unsere Melonen. Die wollen auch noch untergebracht werden. Dafür brauchen wir eine Hoe. Haben wir nicht dabei. Haben wir eine Hoe bei uns in einer blauen Chest? Haben wir. Sehr gut. Und zwar machen wir hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wird das unser Melonen? Ich weiß, man könnte diese Farm auch ein klein bisschen lukrativer bauen, aber habe ich nicht, wollte ich nicht. Pustekuchen. Man muss übrigens die Felder nicht bewässern. Wenn man sie nicht bewässert, wachsen die Pflanzen langsamer. Allerdings beeinträchtigt es das Pumpkin und Melons, laut meiner Information, nur beim Wachstum der Mutterpflanze. Beim Erzeugen von Pumpkins und Melonen ist das egal. Das heißt, es dauert ewig, bis die hier ausgewachsen sind, aber jedes Mal ein Pumpkin zu erzeugen, da ist die Geschwindigkeit gleich. Egal, ob sie bewässert sind oder nicht bewässert. Ich habe das im Singleplayer, im Creative Mode, mal ein bisschen rumexperimentiert und getestet, ob das auch wirklich so ist. Und es scheint tatsächlich so zu sein. So, dann machen wir mal hier den hier. Flup. Unterste Etage. Und hier brauchen wir Licht. Im Dunkeln ist gut munkeln. Und zwar brauchen wir dann einen ganzen Haufen Torches. Ich habe nämlich vor, das ein klein bisschen anders zu beleuchten. Das Problem ist, lässt man die Farm so, wie sie jetzt ist, so wachsen die Bäume, also packt er auf jedes Feld ein Sapling. Und das ist ironischerweise nicht so lukrativ, als wenn man eine Art Schachmuster da reinbaut. Warum denn das so ist, ist relativ simpel. Wenn zwei Bäume direkt nebeneinander wachsen, werden sie A zu so Monsterbäume. Das ist nicht schön. Und B, nehmen sie sich gegenseitig das Licht und den Platz weg. Das ist auch nicht schön. So, das heißt, wir bauen hier einfach mal... Beziehungsweise wir machen jetzt nicht ein komplettes Karo-Muster, aber wir hauen hier... Fackeln aufs Feld, damit die Bäume so ein klein bisschen voneinander getrennt sind und damit sie Licht bekommen. Weil das Problem ist auch, wenn die Bäume wachsen, dann sind die Saplinge dazwischen, bekommen keinerlei Licht mehr ab und wachsen auch nicht weiter. Wenn sie aber eine Torch generell neben sich stehen haben, dann wachsen sie auch weiter. So, so, so. Hier. Ich male mystische Symbole auf dem Boden. Direkt hier vor wächst eh nichts. Das gleiche können wir hier machen. Hier. Wie man sieht, wird es dadurch auch ein bisschen ausgeleuchteter. Machen wir noch eine dran. So. So, die blockieren dann die den Planter, dass er da Fackeln setzt. Fackeln setzt meine ich natürlich nicht, sondern dass er da Bäume setzt. Und
Genau das soll er auch. Der soll da nämlich keine hinsetzen. So, machen wir hier mal so M. Ein M-Muster draus. Habe ich noch Fackeln dabei? Nein, habe ich nicht. Holen wir uns noch schnell welche. Und damit... Dann stelle ich das da noch ein und dann ist die Folge auch schon vorbei. Bye, bye. Weiter des Liedes. Man muss aufpassen, wenn man anfängt, irgendwelche Lieder zu summen. Da kommt dann YouTube ganz gerne um die Ecke und sagt, hast die Lizenz dafür nicht. Darfst das nicht mal summen. Ja, makes sense. Aber da darf man auf YouTube gar nicht so rumhacken. YouTube muss sich da halt an die Gamer halten. Da sollte man mehr auf der Gamer rumhacken. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, handelt YouTube aus eigenem Ermessen, um Vorbeugung gegenüber der GEMA zu haben. Das heißt, die GEMA hat da gar nicht mal so groß die Handschuhe drin, sondern YouTube sperrt einfach generell die Musik, weil sie keine Lust haben, sich mit der GEMA anzulegen. Das sagt YouTube schon vorneweg. Das Lied könnte vielleicht Stress für uns haben mit der GEMA und so, und haben wir keine Lust drauf, also nee, ist nicht. Yay! Aber YouTube ist ja sehr benutzerfreundlich und hat eine ganze Bibliothek von Musik bereitgestellt, die man ohne Probleme benutzen kann. So. Das sieht nicht nur aus wie ein interessantes Muster, das ist sogar ein interessantes Muster. Aber wir vervollständigen das Muster nochmal, weil ich habe das Gefühl, dass hier in der Mitte nicht allzu viel Licht hinkommt. Deshalb machen wir das noch so. Und so. Und hier. Und dann das hier noch. Und das sollte jetzt auf jeden Fall reichen. Wir haben einen einzigen Sapling. Das heißt, unsere komplette Pflanzenproduktion wird aus einem einzigen Sapling entstehen. Ah, hier gibt es keinen runter. Das ist die unterste Etage. Das heißt, ich muss mir hier mal kurz durchsneaken. Ironisch, wie hell das hier unten ist. Da, da. Nein, auch nicht da, da. Ist das der? Nein, das ist der nicht. Und zwar möchte ich den da hinten. Hat der das Upgrade drin? Ja, hat er. Du nimmst mal bitte nur Augsäpplinge und du ignorierst auf jeden Fall den ganzen Krempel. Gerade bei den Bäumen ist das wichtig, das zu machen. Und erster Augsapling ist in Arbeit. So, prüfen wir nochmal. Unser erster Baum ist am Wachsen. Hier wächst es auch langsam vor sich hin. Wie man sieht, das ist schon mehr geworden. Sehr gut. Hier wächst es auch langsam vor sich hin. Da wandern schon die ersten Samen nach oben. Was wir noch machen müssen, ist auf jeden Fall, dass der Pumpkin oben gespeichert wird. Wobei nein, ich hau einfach die Sperre raus und sag ihnen, pack mir die Deep Storage Units einfach mit den erstbesten Stuff voll, den du kriegst. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Zur Not, das ist Minecraft, hier kann man immer alles wieder abbauen und wieder aufbauen und wieder abbauen und wieder aufbauen. Blablabla. Diese noch gar nicht konfiguriert, das ist okay. Allerdings sagen wir da auch wieder, wenn ich jetzt hier eine Dance reinhaue, heißt das, dass er sich zwischen den und dem Müllheim entscheidet? Das ist auch nicht so der wahre Weg. So, warum jetzt hier noch so viel Müll wandert, ist ganz einfach. Die Items werden, wenn sie losgeschickt werden, haben sie ein Ziel, wo sie enden. Und beim Weed zum Beispiel heißt das, dass der ganze Weed, der vorher reinkam,
gewoidet werden sollte, weil er hatte sein Ende da. Aber jetzt kommt der ganze Weed an und landet hier in der Deep Storage Unit. So, und hoffentlich, wenn ich mich später, morgen oder whatever einlogge, sehen wir hier eine ganze Menge Pumpkins, eine ganze Menge Melonen, eine ganze Menge Kaktusse, damit wir unsere Farmen, die hier sind, vervollständigen können. Weil die haben keinen Planter, die muss ich manuell komplett sehen. Und wenn das alles stimmt und das alles in Betrieb ist und uns ordentlich Stuff besorgt, auch die Baumfarm hier unten, dann können wir uns daran machen, dass wir den Stuff auch verarbeiten. Also Leute, nächste Folge heißt es, mal gucken. Auf jeden Fall Stuff-Verarbeitung. Gut, see you later.